So, ich bin heute beim Training des VfL und weil mein Training bisher nicht so gut lief, dachte ich mir, ich suche mir einen Trainingspartner. Die Jungs wissen ja, wie man läuft und vielleicht haben die noch ein, zwei Tipps für mich. Training ist jetzt vorbei und jetzt schaue ich mal, dass ich mir ein paar Tipps abhole, ne? Diego, wie sieht das aus? Da laufen viele junge Läufer mit, die bestimmt nervös sind. Hast du Tipps gegen Lampenfieber? Ja, ich denke, wichtig ist, dass man versucht, seine Nervosität in Freude umzuwandeln, dass man das genießt, was man tut. Sich auch schon ein bisschen, bevor das Ganze beginnt, anfängt zu konzentrieren und dann haut das schon hin. Wie ist das bei dir? Bist du vor den Heimspielen noch aufgeregt hier in Wolfsburg? Ja, ein gewisses bisschen Nervosität gehört immer dazu. Das ist auch wichtig, dass man die noch hat. Ich bereite mich so vor, dass ich im Hotel noch ein bisschen Musik höre, mich auf die bevorstehenden Aufgaben konzentriere und dann gehe ich mit einem guten Gefühl ins Spiel. Treppenauslauf, man muss ja schon ziemlich schnell sein. Was meinst du, wer ist bei euch im Team der Schnellste? Wer hat das Potenzial, so ein Rennen zu gewinnen? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich fit sind alle. Es wäre vielleicht mal spannend zu sehen, wer da der Fitteste ist bei so einem Treppenlauf. Aber es ist schwierig zu sagen, wer da das Rennen machen würde. Am Tag des Treppenlaufs selbst spielt er gegen Freiburg. Vormittags könntest du doch irgendwie beim Training noch mitmachen bei uns und dann nachmittags das Spiel gegen Freiburg. Wie schaut's aus? Hättest du Lust? Ich glaube, das wird schwer. Da so ein Bundesligaspiel nicht ganz ohne ist, glaube ich, reicht's, wenn ich mich auf das Spiel konzentriere. Okay, habe ich mir schon fast gedacht, aber in Sachen Nervosität habe ich ein paar Tipps bekommen. Alles klar, vielen Dank. Bitte, macht's gut. Ja, viel Spaß. Ciao. Tschüss. So, ich habe es jetzt ins Stadion geschafft und habe Michael Schulze getroffen. Und gleich die erste Frage vorweg. Treppenhauslauf ist in 7 Wochen schon und wie würdest du dich denn auf so ein Event vorbereiten? Treppenlaufen, denke ich. Ja, ich glaube schon, ist es wichtig, dass du spritzig bist, aber dass du es auch konditionell schaffst. Also nicht, dass du am Anfang stark bist und dann am Ende schlapp machst. Okay, also Rolltreppen vermeiden, Treppenlaufen. Und wie sieht das aus? Du musst jeden Tag laufen, jeden Tag. Was ist denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast und überhaupt gar keine Lust hast? Wie motivierst du dich zum Laufen? Ja, bei uns ist es einmal einfacher, weil wir in der Mannschaft, da zieht man sich schon gegenseitig mit. Ansonsten hast du halt immer dein Ziel vor Augen so und versuchst halt, ja, diesen schlechten Tag zu überbrücken. Es gibt wieder bessere Tage und kommt man halt raus. Viele Leute sagen ja, dass sie Musik hören beim Laufen. Ist das auch was für dich? Und wenn ja, was hörst du so von Mucke? Kannst du mir was empfehlen? Was geht gar nicht? Boah, beim Training ist Musik ein bisschen schlecht, aber wenn wir frei haben und so ein Laufprogramm nach Hause kriegen, dann höre ich auch schon mal Musik beim Laufen. Was ich höre, ist eigentlich unterschiedlich, ist alles dabei, was mir gefällt. Okay. Und am Tag selbst vom Treppenhauslauf spielt die erste Mannschaft gegen Freiburg, da haben die ein Spiel. Du kennst es ja, den Trainer Steve McLaren, schon so ein bisschen. Wie könnte ich den dazu kriegen, dass die Spieler ihr Vormittagstraining auf den Rabenberg verlegen? Was muss ich da machen? Oh, ich glaube, das wird nichts. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird wirklich nichts. Vorbereitung ist wichtiger. Okay, dann werde ich mich allein vorbereiten müssen, aber danke für deine Tipps. Bitteschön.